Im Heimspiel gegen den Liga-Spitzenreiter, gegen die Stuttgarter Kickers, gab es für den FC 08 Villingen am Wochenende nichts zu holen. Die Führung 0:1 nach 23 Minuten mit einem ganz genau platzierten Kopfball unter die Latte. Der Ball war hinter der Linie von David Breik. Das 0:2 dann wenig später in Minute 25 artistisch nach einer Ecke eingesprungen. Dennis Zagaria zum 0:2. So ging es dann auch in die Pause. In der 55. Minute konnte sich 08-Keeper Dennis Klose zweifach auszeichnen. Hier pariert er stark gegen die Kickers-Offensive. Die 63. Minute. Hier folgte dann das 0:3 von den Kickers abseits verdächtig, aber Tim Zölle unten hebt es auf und somit braucht Kevin Dickelhuber nur noch einzuschieben, den Torwart umkurven. 0:3, ganz routiniert, ganz souverän, genau wie der Auftritt der Kickers auch insgesamt. In der 66. Minute dann mal die 08-Offensive aktiv, hier durchgesteckt von dem eingewechselten Mokhtar Boulashab auf Ibrahima Diakite, und auch in der 70. Minute dann nochmal eine offensive Bemühung, doch es blieb dabei zu wenig Durchschlagskraft für den FC 08 Villingen. Die Kickers hatten alles im Griff und sorgten dann abermals nach einer Ecke für die Entscheidung. 0:4, erneut Kevin Dickelhuber, sehenswert.